60 Jahre nach dem Mauerbau beschäftigten wir uns im Projekt Grenzwanderung 2021 an der ehemaligen innerdeutschen Grenze mit dem Überwinden von Grenzen und dem Einfluss der Berliner Mauer auf die Bewohner des geteilten Deutschlands. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf. Während die einen Zeitzeugen der DDR-Geschichte befragten und Podcast erstellten, haben wir uns fünf Schüler der Werkstattschule in Rostock mit Uwe Jonsson, einem bedeutenden mecklenburgerischen Schriftsteller, welcher eine besondere Verbindung zum geteilten Deutschland hat, beschäftigt. Das Ziel war es, einen Film entstehen zu lassen. Und um uns fachkündigere Auskunft zu holen, haben wir das nicht weit von der ehemaligen Grenze im Klüth stehende Literaturhaus, welches sich Jonssons Leben und Werken widmet, besucht. Ich denke, Uwe Jonsson war eine sehr interessante Persönlichkeit, sicherlich nicht einfach, aber jemand, der sich wirklich mit Herzblut der Literatur verschrieben hat. Er hat ja nicht nur selber Bücher geschrieben, er hat ja auch ganz viel gelesen und hat sich mit unglaublich vielen Dingen beschäftigt, die dann auch wieder in seine Werke mit eingeflossen sind. Und er hat uns natürlich jetzt einen großen Reichtum an literarischen Texten, nicht an Menge, aber sondern auch inhaltlich hinterlassen. Er hat dort seine Liebeserklärung an Mecklenburg niedergeschrieben in seinen Büchern. Bringt uns die Weltgeschichte auf eine literarische Art und Weise nahe. Also wenn wir wirklich Geschichte nochmal erleben wollen, dann müssen wir nur Uwe Jonssons Texte lesen und das auch noch sprachlich brillant. Aus seiner Biografie erfuhren wir, dass Uwe Jonsson 1934 geboren ist. Er ging dann nach Rostock zum Germanistikstudium. Allerdings musste er aus politischen Gründen nach Leipzig umziehen, wo er dann sein Studium fortsetzte. Er konnte leider sein Schaffen als Schriftsteller nicht voll und ganz verfolgen, da er nichts veröffentlichen durfte. Dann stießen wir bei unserer Recherche auf ein Gespräch Jonssons mit Wilhelm Schwarz, welches uns sehr zum Nachdenken anregte. In den Jahren vor ihrem Umzug nach West-Berlin konnten sie sich nirgendwo zu einer geregelten, einer bürgerlichen Arbeit niederlassen. Fühlten sie sich damals schon als kommender Autor? Ganz und gar nicht. Nach Abschluss meines Studiums wurde über meine Verbindung mit der FDJ ein Gutachten ausgestellt, das negativ ausfiel. Somit war es für mich unmöglich, eine Assistenz zu bekommen, denn ein günstiges Zeugnis der FDJ war Voraussetzung. Offiziell gibt es drüben keine Arbeitslosen. Doch ich war arbeitslos. Als Ingrid Barber der Erden abgelehnt wurde, war der betreffende Verlag so freundlich und gab mir etwas zu tun, eine Arbeit über Werfel. Die Verbindung zu diesem Verlagshaus brach dann aber ab, ohne dass ich eine Erklärung dafür erhielt. Danach exzerpierte ich Bismarcks Werke. Ich musste eben jeden Auftrag annehmen, den ich erhielt. Damals war es wohl die Methode der ostdeutschen Funktionäre, jemanden, der nicht in den Kram passte, so lange auf das Aussichtslose seiner Situation zu stoßen, bis er in den Westen ging. Ich ging erst 3 Jahre später. Aber gab es sowas wie Arbeitslosigkeit im Osten überhaupt? Wurde man damals nicht eher festgenommen, wenn man nicht gearbeitet hat? Wie kam nun Jonsson dazu, sich selber als arbeitslos zu bezeichnen, wenn dies doch eigentlich gar nicht geht? Um dies zu klären, befragten wir den Historiker des Grenzhuses Schlagsdorf, Andreas Wagner. Auch in der DDR gibt es eine Entwicklung in diesen frühen Jahren. Aus der Nachkriegszeit heraus gibt es ja eine hohe Zahl von Flüchtlingen und Vertriebenen, die auch im Osten untergebracht werden müssen. Und die Wirtschaft liegt da nieder. Und es beginnt jetzt sozusagen ein Wiederaufbau der Wirtschaft, ein Industrialisierungsprogramm sondersgleichen. Und das führt auch zum Verschwinden dieser Arbeitslosigkeit. Das heißt also, es sind immer mehr Menschen auch in Arbeit gekommen durch den Aufbau von großen Projekten, großen Industriestandorten. Und es gibt natürlich auch eine große Fluchtbewegung aus der DDR. Ja, wenn man sich das vergegenwärtigt, zwischen 1949 und 1961 sind ungefähr 2,7 Millionen Menschen aus der DDR weggegangen. Das waren vor allem also junge Leute auch. Und sozusagen das führt letztendlich dazu, dass Arbeitslosigkeit verschwindet und eher sozusagen ein Mangel an Arbeitskräften in der DDR entsteht. Wenn man nun hört, dass die Arbeitslosigkeit zum Beginn des Wiederaufbaus verschwand, stellte sich uns die Frage, hat Uwe Jonsson in dieser Zeit gearbeitet? Und sollte dies nicht der Fall sein,
Warum nicht? Er hat Texte lektoriert im Auftrag von Verlagen. Das heißt, es läuft ja immer so, dass Schriftsteller reichen ihre Texte ein. Damals gab es tatsächlich in den Verlagen auch noch große Lektorate, aber auch die haben nicht immer alles geschafft und haben Aufträge nach außen gegeben. Das heißt, also Texte werden nochmal inhaltlich geprüft, stimmt auch die Grammatik, stimmt der Gesamtkontext einer Geschichte. Und das war dadurch für Uwe Jonsson natürlich sehr wichtig, dass er als Freiberufler beauftragt wird, eben bestimmte Dinge zu machen, Texte zu übersetzen. Das sind ja auch Sachen, die ihm Spaß gemacht haben. Da hätte er sich einfach nur eine feste Anstellung gewünscht. Aber so wurde er eben dann über ein Honorar bezahlt und hatte ein Einkommen. Und dann ist es natürlich, wenn dieser Auftrag abgeschlossen ist, fällt man ja wieder ins Leere. Das heißt, deswegen dieser Hinweis, dass er jeden Auftrag angenommen hat, damit das quasi wie in einem Fluss ist, weil man nicht wie bei einer Festanstellung regelmäßig sein Gehalt bekommt. Uwe Jonsson war also doch nicht arbeitslos? Hier ist ein klarer Widerspruch, der überraschend kommt, denn nach eigenen Aussagen betitelt er sich als arbeitslos. Fakt ist aber, dass er nicht als Autor auftreten konnte. Dadurch war er, um sich seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, auf Gelegenheitsjobs angewiesen, was ihn wiederum vom Wohlsein anderer Menschen abhängig machte. Warum er sich dann dennoch als arbeitslos betitelt, ist nicht so ganz klar. Heute kann man ihn leider nicht mehr selber fragen. Warum blieben Sie trotz Schwierigkeiten und Widerständen so lange im Osten? Der Westen interessierte mich nicht. Ich liebte das Land, in dem ich lebte. Ich sah keinen Grund, es voreilig zu verlassen. Er wollte ja tatsächlich nicht weggehen. Also zum einen hing er wirklich an Mecklenburg. Also das war ja so seine Option, dass er da auch wieder zurückgeht und dann dort arbeitet. Und er wollte an sich nicht in den Westen. Er fand ja die Idee, die der Staat DDR hatte, also den Sozialismus, etwas Neues aufzubauen, eine ganz neue politische Struktur zu verwirklichen. Das fand er sehr interessant. Auch wenn, das ging aber vielen Künstlern auch so, sie waren ja, egal ob sie jetzt politisch mal angeeckt sind, sie haben das einfach auch damit erklärt, dass der Staat ja selber keine Erfahrung hat. Und man haben aber erwartet, dass der Staat natürlich auch daraus lernt. Das ist ja dann etwas, was später die Künstler mitbekommen haben, dass es nicht so funktioniert hat. Durch die SED wurden Vorgaben entwickelt, ich sag mal ein Schlagwort sozialistischer Realismus. Ja. Oberstes Prinzip war natürlich eine Übereinstimmung mit der herrschenden Politik in der DDR zu artikulieren und dem künstlerischen Ausdruck zu geben. Ja. Das war sozusagen das Bild, was man von der Kunst erwartete. Da haben viele Künstler gesagt, ja, okay, das sind die Anfangsfehler. Wir wissen gar nicht, wo es richtig hingeht, das entschuldigen wir und wir möchten uns aber weiter für dieses neue System einsetzen. Und da war Uwe Jonsson auch dabei. Die 50er Jahre sind ja dann auch durch zum Beispiel Bitterfelder Weg sozusagen ein formuliertes Ziel, dass Kunst und Arbeit quasi sich miteinander verschmelzen sollten, ja, und Kunst sollte den Arbeitsprozess nicht nur begleiten, sondern auch künstlerisch aufwerten und auch Arbeiter sollten zu Künstlern werden. Also das sind so Versuche, die es gegeben hat in der DDR, die aber natürlich diese künstlerische Freiheit auch einengten und dann für manche Künstler auch das ausbedeuteten eben. Ja. Künstlerische Freiheit in dem Sinne hat es in der DDR ja eigentlich nicht gegeben. Diese Erfahrung versuchte dann Uwe Jonsson auch literarisch zu verarbeiten und schrieb sein erstes Buch, Die Ingrid Baden der Erde. Hier haben wir eine Station, da kann man dann auch wirklich mal reinblättern. Uwe Jonsson reicht auch das Manuskript beim Aufbau Verlag ein. Das kann man auch hier sehen. Es gibt ein Gutachten zu diesem Buch. In dem Gutachten schreibt der Lektor unter anderem, ja, der Autor leide an einer Westkrankheit und bedürfe einer Gehirnwäsche. Also man kann vielleicht sagen, grundsätzlich konnte man nicht gegen dieses gesellschaftliche System anschreiben. Ja? Das wurde nicht veröffentlicht. Als sein Buch abgelehnt worden ist, das hat er gar nicht so krumm genommen. Er hat das als Schreibübung dann für sich abgetan, hat gesagt, ich habe aber davon auch was gelernt. Die Figuren sind am Leben geblieben oder begleiten mich weiter in meinen Texten. Das ist jetzt gar nicht so schlimm, dass das nicht so gut angekommen ist. Das konnte schon, also
die Persönlichkeit brechen. Das konnte sozusagen das Aus der beruflichen Existenz bedeuten. Da gibt es also auch schmerzhafte Biografien, also die dann einfach abbrechen auch. Ja. Also er hat dann tatsächlich weiter geschrieben, und zwar mit den Mutmaßungen über Jakob angefangen. Mutmaßung über Jakob ist dann tatsächlich auch veröffentlicht worden, direkt gleich beim Surkamp Verlag, also im Westen. Uwe Johnson lebte immer noch im Ostteil Deutschlands, und er hat dann schweren Herzens tatsächlich den Entschluss gefasst, von Ost nach West umzuziehen. War die Flucht denn wirklich notwendig? Man hätte mir nach dem Erscheinen von Mutmaßungen über Jakob unter Umständen ein Gerichtsverfahren anhängen können, wegen staatsfeindlicher Veröffentlichung etwa. Eine Zeit lang plante ich, das Werk unter einem Pseudonym im Westen erscheinen zu lassen, doch riet mir meine Freunde davon ab. Weil es sich unter anderem auch sehr genau in diesem Roman mit der Arbeit der Staatssicherheit beschäftigt. Und eine Figur ist dabei, die eben ein Offizier der Staatssicherheit ist. Und Uwe Johnson charakterisiert ihn sehr genau in seiner Beobachtungsweise, in seiner Dokumentation, wie er recherchiert, wie er auf die Leute zugeht. Und das ist natürlich auch ein Bloßstellen sozusagen der Staatssicherheit. Und die Freunde von Uwe Johnson haben gesagt, also das könnte doch recht gefährlich werden. Wenn die so arbeiten, wie du das beschreibst, dann nützt dir vielleicht auch sogar das Pseudonym nicht. Dann bekommen die relativ schnell raus, wer dahinter steht und wer weiß, was passiert. Einige seiner Freunde haben tatsächlich als Studenten auch aus politischen Gründen in Haft gesessen und wussten dann schon, wovon sie reden. Ich bin auch wirklich umgezogen, nicht geflüchtet. Ich hatte sogar eine Genehmigung. Der Ortswechsel war kein politischer, sondern ein technischer, hygienischer, neutraler Akt. Mit den Wörtern Flucht oder Flüchtling treibt man überhaupt so viel Missbrauch. Zu einer richtigen Flucht gehören Schüsse und Polizeihunde und so weiter. Ich bin in aller Ruhe umgezogen, mit der Schreibmaschine in der einen Hand und einer Aktentasche in der anderen. Das war doch etwas ungewohnt für uns. Bisher haben wir nur davon gehört, wie Menschen aus der DDR flüchteten. Konnte man also wirklich einfach so, wie Johnson es beschrieb, umziehen und somit auch regelrecht aus der DDR ausziehen? Ursprünglich war es ja so, dass beide deutsche Staaten, die 1949 gegründet wurden, den Anspruch hatten, sozusagen weiterhin an der deutschen Einheit festzuhalten und sozusagen für das gesamte deutsche Volk auch zu sprechen. Ja. Und diese innerdeutsche Grenze war sozusagen aus beider Perspektive heraus keine normale staatliche Grenze, sondern es war ja eine innerdeutsche Grenze, die ja nicht so hieß, sondern sie wurde ja anders benannt. Aber sie hatte sozusagen trug einen anderen Charakter. Und der Wechsel von dem einen Land in das andere war durchaus möglich, ja, in einem normalen Sinne. Man brauchte sozusagen dann einen Zuzug, das heißt, man musste ja dann eine Wohnung finden an dem neuen Wohnort, und man musste sich sozusagen auch in der DDR abmelden, also das war möglich, also man konnte so eine Erlaubnis bekommen. Ja. Deswegen sind von diesen, ich sag mal, über 2,7 Millionen Menschen, die die DDR verließen, auch ein großer Anteil von Menschen, die das ganz offiziell gemacht haben, ja, mit Zuzugserlaubnis in der Bundesrepublik dann, und die haben sich in den Zug gesetzt und sind in den Westen gefahren, und so wie es Uwe Johnson auch gemacht hat. Ja. Die kamen auch nicht an und durchliefen dann ein Notaufnahmeverfahren, so wie das also für viele Flüchtlinge der Fall war, sondern die fuhren einfach an ihrem neuen Wohnort und meldeten sich da an. Ja. Das ist sozusagen auch nochmal ein Phänomen, also der 50er Jahre. Wir können es nicht genau quantifizieren, wie viele das gewesen sind, aber es ist also doch eine größere Zahl von Menschen. Unsere Spurensuche nach Uwe Johnson war noch vielfältiger als erwartet. Es gibt die große Geschichtsschreibung und dann die einzelnen Schicksale, die etwas anderes erzählen. Genau das macht dieses Zeitzeugenprojekt so interessant und einzigartig und ist somit für uns eine positive Erweiterung des Unterrichts.